Jo, hallo liebe Leute. Endlich wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, sorry, dass gestern kein Video kam. Aber ich hatte hier Stromprobleme. Mein Sicherungskasten war kurz vorm Abfackeln. Also war schon angeschmort, die Kabel, teilweise in dem Sicherungskasten. Deswegen musste gestern erstmal der Elektriker kommen und einen komplett neuen Sicherungskasten aufbauen. Ja, aber jetzt geht's hier weiter. Alles wieder wie gewohnt. Strom funktioniert wieder einwandfrei. Bemerkt habe ich dadurch, dass ich, sobald ich etwas mehr Strom verbraucht habe als nur Licht und Fernsehen und Kühlschrank, läuft ja ständig den ganzen Tag, Nacht, dass dann plötzlich der Strom ausging, dann so nach ein paar Minuten von allein wieder anging. Also ich habe dann immer geguckt nach den Sicherungen, da war aber keine irgendwie rausgeflogen oder so. Oder kaputt gegangen, jedenfalls nicht sichtbar von außen. Sieht man ja mal bei den alten Sicherungen, die haben ja so ein kleines Plättchen hinten in der Mitte, manchmal schwarz, manchmal weiß, manchmal rot. Und wenn das abgeflogen ist, das kleine Plättchen, dann weiß man, die Sicherung ist durch. Aber das war bei denen, wie gesagt, nicht so. Sahen immer alle heil aus. So, und dann habe ich einfach mal den Elektriker angerufen und mal nachgucken lassen und siehe da, ja, hätte ich da noch ein bisschen länger gewartet, hätte ich die Gefahr gehabt, hier Kabelbrand, dass das der Kabelbrand in die Mauer rein, also durch die Kabelschächte, wenn sich hier Kabel abgefackelt wären. Okay, aber darum soll es ja jetzt hier nicht gehen, sondern ich will jetzt hier ein paar Fische fangen. Bin ich jetzt wieder hier im Bereich irgendwo. Gucke ich gleich noch mal ganz genau. Hier stehe ich. Na komm. Da muss ich schon wieder zweimal drücken. Ja, und da ich doch genau da. Genau die Ecke, die ich hier gerade weiter hier oben, da stehe ich bei der Einfahrt hier oben in die enge Stelle. Und ja, hier möchte ich noch mal ein bisschen, ich hoffe, einzigartige Fang aus der Fischliste, die ich noch nicht habe. Ah, viel zu tief eingestellt. Gar nicht so tief. So. Flacher hier. So passt es. Oh, Nilpferd. Warum heißen die eigentlich Nilpferd? Noch gar keine Pferde. Müsste ja eigentlich eher Nilkuh heißen, nämlich sehen eher aus wie Kühe. So groß geratene, dick geratene. So, ich hoffe hier auf den gebänderten Tilapia. Ja, auch den Nil-Tilapia. Bulldogfisch vielleicht auch noch. Jo, jetzt zuppelt. Und komm, beiß. So ist brav. Oh, die Ausrüstung ist eigentlich wie immer viel zu stark.
Das, was man hier auch, Elefantfisch beißt hier auch, sehr schön. So niedlich der Kleine hier, ne? Mit dem Rüssel. Zeige ich nochmal kurz. Ich benutze hier die stärksten Matchruten. 30 Kilo dazu, die Impulsion. Rolle mit 37 Kilo, Schnur 40 Kilo. Die Tarnpop 39,5 Kilo. Durch einen birnförmigen Schwimmer. Oder 1-0 Haken und Köcherfliegenlarve als Köder. Ganze auf 47 cm Tiefe hier an dieser Stelle. Hier ist es nicht so tief. Wo fängt man denn hier ein bisschen Kleinkram? Ich hoffe, dass ich da großen Kleinkram fange, also die größten von den kleinen, die einzigartigen. Wird mal langsam Zeit, dass man mal der ein oder andere einzigartige mal beißt hier. Habe ich ja schon an verschiedenen Stellen probiert. Da hat es nicht geklappt. Deswegen probiere ich heute mal diese Stelle hier. So, ein Fisch und dann war es das hier, oder was? Was ist los hier jetzt? Nehmen wir mal ein Stück ran. Man regt es ja den Spawn an. In dem Fall wohl nicht. Gut, dann werfen wir nochmal neu aus. Gehen wir ein bisschen weiter darüber. Wenn nicht ganz so weit, nehmen wir mal die Ecke da. Na, das ist aber schon wieder merkwürdig hier, dass wieder gar nichts mehr passiert. Ein einziger Fisch und dann ist hier tote Hose oder was? Das ist die Beißkurve. Das ist eigentlich super. Müsste eigentlich beißen wie verrückt hier. Das ist mal auf der Seite. Aha. Dann machst du wenigstens schon mal Bing. Und auf jeden Fall Fische. So beißen sie auch. Das ist hier die Frage. Und Fragen wird ja wohl noch erlaubt sein, ne?
Ja. Großes, dickes Nilpferd, hast recht. Erzähl noch mehr vom Pferd. Nee. Oder noch mehr von der Kuh. Ah, Augenblick, bei mir klingelt's. Ich muss mal Pause drücken. Jo, da bin ich wieder. Das waren mal schnell die Leute von Thermotech. Haben hier die Heizungsableseteile getauscht und die Wasserzähler getauscht. Ging relativ schnell. Jetzt nur 10 Minuten gedauert. Oh, und jetzt geht's weiter hier. So, ich habe hier nochmal einen Bulldogfisch in Trophy rausgezogen. Den behalten wir natürlich. Oh, jetzt ist hier plötzlich alles voll mit Nilpferden. So kann das kommen, ne? Wenn wir mal hier zwischen den Nilpferden. Ding. So will aber nicht. Macht nur Bing, aber zoppelt nicht. Wenn nicht zoppelt, dann auch nichts beißt. Na gut. Werden wir nochmal neu aus. Da sind da nichts mehr spawnen. Gehen wir wieder dahin. Wieder ein Bing und wieder kein Zubbeln. Will doch so ein ganz leichtes Zubbeln. Jetzt zubbelt es ein bisschen doller. Und da kommt der Biss. So irgendwas ganz Kleines. Normaler Bulldog. Okay. Stück weiter nach hinten. Ich bin froh, dass sie hier nicht aggressiv werden, die Nilpferde. Das Boot angreifen. Ja, mach auf dein Riesenmaul. Doppelt auch wieder, sehr schön. Oh, da ist was Besseres dran. Nil-Tilapia oder gebänderter? Nee, Nil-Tilapia. Nur ein normaler.
Ein Nullerhaken. Ja, wieder nur Bing ohne Zubbeln. Na, ich werde nochmal neu aus. Bringt nichts. Dann wartet man Stunden, bis dann mal wieder einer spawnt. Besser neu auswerfen und dann eine größere Chance, dass das neue spawnt. Ne, ich will nix. Da will er diesmal nix spawnen. Na gut. Versuchen wir es mal hier vorne. Aha. Und da zuppelt's auch. Und? Rotnasen-Dabeo. Ich habe lange nicht. Thank you.
Und wieder ein Bing ohne Zirbeln. Nö, nach so einem Bing ohne Zuppeln am besten neu auswerfen, sonst wartet man zu lange. Die Spawnrate haben sie so weit runtergeschraubt mittlerweile. Kam eine Zeit, da hat nach dem Bing gleich ein paar Sekunden später wieder Bing gemacht. Wenn dann nicht der Biss kam, dann wieder ein paar Sekunden später der nächste Fisch gespawnt und dann wieder ein Bing und spätestens dann der vierte, fünfte hat dann auch gezubbelt und gebissen. Aber hier ist es mittlerweile so, dass nach dem Bing und kein Zuppeln, kein Biss erstmal wieder gefühlt eine halbe Stunde wartet, bis der nächste Fisch spawnt. Ding besser neu auswerfen. Die Spawn-Chance größer. Da will gerade gar nichts passieren. Dann gehen wir wieder da rein. Oh komm, Pischi, Pischi, Pisch. Nö, jetzt will ich hier gar nichts mehr spawnen. Egal, ob ich neu auswerfe oder nicht. Und egal, wo ich hinwerfe. Ist doch nicht wahr, ey. Dann gehen wir mal nach ganz hinten rein, ne? Der spawnt gefühlt eine halbe Stunde mal, nach einer halben Stunde endlich mal wieder ein Fisch. Und was macht der? Bing und haut wieder ab, ohne zu zuppeln, ohne zu beißen. Also. Da hätten sie anders einstellen müssen. Wenn man hier auf Kleinkram geht, dann muss hier alle 30 Sekunden spätestens ein Fisch spawnen irgendwie. Und jeder dritte, vierte gewesen, jeder 15 muss dann auch beißen. Also dass man alle 2,5 Minuten dann auch einen Fisch rauszieht. Sonst lohnen sich die Reisekosten und Lizenzkosten ja überhaupt nicht hier, wenn man hier nur, was weiß ich, über den ganzen Tag 10 oder 20 kleine Fische fängt, Emmy. Dann macht man ja Minus ohne Ende. Dann wird man gezwungen, hier noch auf die Großen zu gehen, oder? Damit man hier kein Minus macht. Ist gar nicht. Will einfach nichts mehr beißen hier.
Wieso heißen die eigentlich Nilpferde? Ist doch gar nicht der Nil hier. Der Nil ist doch in Nordafrika, Ägypten. Die müssen ja eigentlich hier, so Kongo, die müssen eigentlich Kongo-Pferde heißen. Oder Kongo-Kühe, wer soll so? Nö, es will hier nichts mehr passieren. Gibt's doch gar nicht. Nö, absolut tote Hose hier. Und wieder ein Bing ohne Zuppeln. Was soll dieser Schwachsinn? Na gut, jetzt habe ich auch den 2-0 Haken drauf, weil die Hoffnung war, dass gerade wegen dem Trophy das dann auch mal ein einzigartiger beißt. Da ist eine größere Chance mit einem größeren Haken, aber ich werde wohl wieder auf 1-0 wechseln müssen. Kriege hier gar keine Bisse mehr. Und hoffen, dass ein einzigartiger hier auch auf den Einserhaken sich verirrt. Ne, da will er mir gar nichts mehr beißen da hinten bei der Markierung. Was ist das, war das eigentlich für eine Markierung? Die ist schon erstmal uralt. Habe ich da eigentlich gefangen? Einzigartiger gebänderter Tilapia, genau. Gehen wir nochmal da rein. Wieder Bing ohne Zuppeln. Ist doch nicht wahr, ey. Was läuft denn jetzt hier für ein Schwachsinn, ey? Was bringt mir das, dass Fische spawnen, die nicht beißen? Gar nichts. Ich hier langsam ein zu viel, ey. Schon wieder keine Lust mehr. Einfach nur öde, wenn nichts beißt.
Das ist mir ein bisschen zu nah an der Realität dann. Spiel soll ein Spiel bleiben, ey. So, Spaß machen. Spaß macht es nur, wenn man noch Fische fängt. Und nicht, wenn man hier den ganzen Tag rumsteht für nichts, ey. Und wieder ein Bing ohne Zuppeln. Was ist das denn jetzt hier? Gibt's hier auch noch Fische, die beißen oder was? Wie sehe ich das Ganze? Kann ja wohl nicht Warzenschweine. Ja, Video ist auch gleich schon wieder lang genug. Da haben wir hier eben nur drei oder vier Fische gefangen. In dem Video. Liegt nicht an mir. Liegt an der Einstellung des Spiels. Haben wir hier in Afrika auch noch die Spawnrate runtergedreht. Oh, endlich mal wieder einer, der zuppelt. Darf er wohl nicht warten, Schwein. Das wird auch der letzte Fisch sein in diesem Video. Ah, Purpurlabello. Okay, Leute. Und dem werde ich mal kurz ein Bild machen, damit ich was habe fürs Thumbnail. So, halt mal still jetzt hier. So. Annehmen. Und, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.